Hey Leute, willkommen zurück zu Professor Heckert. Wir hoffen, hier irgendwas Nützliches zu finden. Oder was zu lernen. Ich glaube, wir haben etwas zu besprechen. Erstmal was zu finden. Ei! Skelett eines schwarzen Hybriden. Dieses große Drachenskelett, das im Unterrichtsraum für Verteidigung gegen die dunklen Künste hängt, ist angeblich eine Trophäe, die Professor Heckert an sich genommen hat, nachdem sie während der großen Bilderverrazzia von 1878 im Alleingang einen der größten Wilderer Ringe in Ostwales zerschlagen hatte. Gott, was für ein schlimmes Wort. Schlimm zu lesen. Revelio. Wilderer Ringe. Help! Und hi! Auch nicht so gelangweilt. Sie wollten mir doch einen neuen Zauber beibringen, Professor. Gut. Professor Fig deutete an, dass Sie Ihre Verteidigungsaufgaben mit gewisser Dringlichkeit erledigen müssen. Aus diesem Grund werden Sie Incendio lernen, den Feuerzauber. Praktisch zum Entfachen von Fackeln, Verbrennen von Spinnweben. Und, wenn erforderlich, zur Verteidigung gegen jene, die uns schaden wollen. Klingt vielseitig. Ja, aber bevor wir beginnen, habe ich noch einige Aufgaben für Sie. Einige werden Sie vielleicht überraschen. Die Professoren wissen doch oft mehr, als die Schüler glauben. Wenn Sie fertig sind, suchen Sie mich auf. Dann beginnen wir mit der Incendio-Lektion. Oh, wie nett. Sie wissen, wo Sie mich finden, wenn Sie fertig sind. Ah, zwei Runden gekreuzte Stäbe gewinnen, eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucian Rattleby durchführen. Den kennen wir doch. Na gut. Revelio. Standen die vorher auch schon da, die Fackeln? Oder die Feuereimer? Vielleicht später zum Üben. Gekreuzte Stäbe scheint wohl doch nicht so geheim zu sein. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich, darin vorzukommen. Nee, anscheinend kennt Professor Heckert die. Das heißt aber, dass sie eine vertrauenswürdige Professorin ist, oder? Weil es soll ja ein geheimer Duellierclub sein. Also gibt's gleich wieder was zu lachen für euch. Revelio. Diese Spiegel. Hi. Oh, die Brücke ist so schön. Allgemein ist es wunderschön hier. Hinter jeder Tür verbirgt sich etwas anderes. Ah. Habt ihr es gesehen? Revelio. Hui! Oh, nicht schon wieder! Ihr prackt ihr Maul, hat mir der Spaten erlaubt, in eben jener Schüssel, aus der ich streckte, mein Haupt! Solange es bei einem Bad pro Woche bleibe, rücke man mir fürs Tauchen in den jungen Toiletten nicht zu Leibe! Bitte, Peeves, ich bin spät dran! Mich aufhalten, das wollte Rancorous Corp! In eine Falle mich locken, in einen gläsernen Sarg! Seine Eindämmungszauber, sie versagten jedoch! Zur Vergeltung die Schule, ich zwang unter mein Joch! So stand man sie mir zu, ansehnliche Rechte, da ich sonst Unheil mit der Kanone über sie brächte. Von ihr, nicht von ihm, kam diese Zusage. Ein Bad pro Woche, wenn ich mich betrage. Hui! Das zahle ich dir heim. Warum nimmst du nicht deine Bücher mit? Guck mal, deine Bücher, hier. Das? Holt er sie jetzt? Nee, bleiben liegen. Scheiß drauf. Bücher brauchen wir nicht. Heimgesuchte Toiletten. Wenn man es nicht ganz dringend nötig hat, sollte man diese speziellen Toiletten meiden, da sie einer von Peeves Lieblingsorten für Streiche sein sollen. Ach, ich darf nur nicht. Ach Mensch. Darf ich hier rein? Ja, das ist eine normale Toilette in Anführungsstrichen, ne?
ja. Ja, kennt ihr das? Ich esse auch gern auf der Toilette Kuchen. Yummy! Hier gibt es schon seltsame Toiletten. Muss man ganz klar sagen. Revelio. Kriege ich nichts? Habe ich jetzt nichts gesehen? Gut. Dann halt nicht. Ganze Zeit immer Revelio zaubern. Damit man auch ja nichts verpasst. So ein Porträt, das man durch kann. Nein! Es hat eine Karte vor sich. Handbuchseite. Karte von Argyllshire. Auf dieser Karte ist Argyllshire abgebildet, eine Region in Schottland, zu der die Hebriden gehören, die Heimat der schwarzen Hebridendrachen. Yay! Drachen sind immer gut. Kann er durch? Okay. Das wird auch nicht helfen. Nö. Versuch war es wert. Wolltest du mich gerade treten? Revelio. Mega Powertrank. Oh ja, den können wir brauchen. Wir hören schön der Musik zu. Ach ja. Lass mich rein, lass mich rein. Nein, lass mich raus, lass mich raus. Kling, kling. So viele Klingklongs. Statue. Schön, dass du da bist. Lucan ist da drüben. Lucan. Klingt Lucian viel schöner. Ah. Levioso. Da war auch dieses Federzauberzeichen. Unter. Habt ihr es gesehen? Ich erst leider zu spät. Aber was gefunden. Revelio. Nichts mehr? Nichts mehr, was ich aktuell machen könnte. Außer diese Türe. Aber da haben wir den Zauber, glaub noch nicht. Mit dem Einhorn. Ich habe nämlich gesehen. Ihr wahrscheinlich schon längst. Ich erst jetzt. Das. Oh mein, wo waren das? War das auf rechts? Ja, hier. Das sind Zauber, die wir alle noch lernen können. Aber da ist auch keiner dabei, der wie ein Einhorn aussieht, ne? Hm. Lumos. Lumos öffnet uns keine Tür. Nervioso. Hoffentlich kein Rätsel, das ich jetzt schon lösen kann. Da würde ich mich ärgern. Jetzt nichts aktuell in der Umgebung. Draußen können wir noch kurz nachschauen. Im Info. Revelio. Eine Seite. Eine Seite, 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 Seite. Hi! Versteck dich doch nicht. Einige Schüler glauben, dass ein Wunsch, der am Brunnen der vier Tierwesen geäußert wird, egal ob am Testral, am Greif, an der Chimäre oder am Hippogreif,
für jeden in Erfüllung geht, der das Vertrauen eines der vier Tierwesen gewonnen hat. Okay. Vielleicht müssen wir dann das Vertrauen aller Tierwesen gewinnen, um irgendwas freizuschalten. Oder vielleicht ist es nur ein Spruch. Kann ich dir helfen? Hi. Interagieren ist wieder Viereck, oder? Ja. Sebastian meint, ich soll mit dir über einen Club sprechen. Wenn Sebastian für dich bürgt, bin ich schon überzeugt. Ich leite die Duelle für die gekreuzten Stäbe. Eine Art Duellierclub. Teilnahme nur auf Einladung. Du musst Sebastian schwer beeindruckt haben. Ja, total. Das höre ich gern. Ich habe ihm einen Dämpfer verpasst. Ja, das höre ich gern. Freut mich zu hören. Sebastian ist auch kein schlechter Duellant. Ist sicher ein Erlebnis, euch zwei in Aktion zu sehen. Wie läuft das mit den gekreuzten Stäben? Du kommst her, ich weise dich anderen Duellanten zu und wer am Ende noch steht, gewinnt. So können wir ein für alle Mal entscheiden, wer die besten Duellanten der Schule sind. Einfach. Und um die Sache interessant zu machen, erhält der Gewinner einen Preis. Wie sieht's aus? Ich trete deinem Club bei. Ja, muss ich ja, ne? Ja, Duelle sind ein unterhaltsamer Zeitvertreib. Ganz recht. Außerdem kannst du bei den gekreuzten Stäben mit einem Partner antreten. Das erste Mal trittst du mit Sebastian an. Das nächste Mal bringst du einen Partner mit oder du machst es allein. Na, willst du es mal versuchen? Yippie! Lass mich antreten. Fantastisch! Möge das Feuerwerk beginnen! Au. Das wirst du ganz sicher noch bereuen. Runde beginnen. Durchbricht gelbe Schilder mit Kontrollzaubern wie dem Leviationszauber Levioso. Das heißt Leviosa. Mensch. Zielanvisierung. Erlaubt es dir, Gegner ohne Zielen zu verfolgen. Nutze R, um dein Ziel während des Anvisierens zu wechseln. Okay. Wir müssen also Levioso wirken, bis der Schild kaputt ist. Und dann einfach nur bombardieren. Und R3 anvisieren. Theoretisch nicht sehr wild, für mich wahrscheinlich wieder unmöglich. Gringo! Lumos. Hä? Nur nicht zurückschrecken. Levioso. Achso, bei mir ist der Zauber ja ganz woanders. Ne? Leviosa! Das war's mit meiner Wette. Expulso! Confringo! Oh! Ist das etwa alles? Leviosa! Leviosa! Lumos! Accio! Reparo! Achso, Reparo sollte ich vielleicht nicht wirken. Protego! Descendo! Reparo! Expulso! Ich will immer, warum auch immer, Reparo wirken. Leviosa! Okay, das hat jetzt mal geklappt. So, er muss aufladen. Ah, aber den will ich auch gar nicht. Besiegt. Okay, probieren wir nochmal. Das sah schmerzhaft aus. Noch eine Runde? Logisch. Ja, ich gebe mich nicht geschlagen. Fabelhaft. Ja, das weiß ich ja. Levioso. Levioso. Protego. Confringo. Descendo. Ah, Mann, ich bin manchmal zu doof, schnell genug den... Expulso. Oder zu spät. Levioso. Den, Confringo. Zu wirken. Warum Protego. Wirkt der manchmal in den Protego-Zirkus? Zauber nicht einfach direkt. Levioso. Confringo. Levioso. Nur nicht zurückschrecken. Confringo. Descendo. Protego. Defendo. Ah, da
Das war's mit meiner Wette. Levioso. Levioso. Protego. Levioso. Confringo. Ist das etwa alles? Protego. Levioso. Levioso. Descendo. Lief besser, aber nicht perfekt. Vielleicht mache ich auch irgendwann mal mit. Hat mich schon ordentlich erwischt. Gut gemacht. Sebastian hatte recht, was dich angeht. Die Konkurrenz ist stark, aber wenn du so weitermachst, wirst du noch der nächste Schulchampion. Klasse. Ich bin dabei. Sehr gut. Das zweite Duell kann losgehen, sobald du bereit bist. Als vollständig eingeweihtes Mitglied hast du nun Zugang zur offiziellen Übungspuppe der gekreuzten Stäbe. Damit kannst du gut Zauberkombinationen meistern. Komm deswegen einfach zu mir. Noch einmal Glückwunsch zum ersten Sieg der gekreuzten Stäbe. Gut gekämpft. Ist der süß. Doch. Ich hoffe, du kommst wieder. Ja, wir kommen wieder. Allerdings will ich ganz kurz eins ändern. Mal gucken, ob das dann besser ist. Abgeschlossen, ja. Und zwar gibt es dort die Einstellung mit dem automatischen Zielen, war irgendwo. War das nicht? Zielmodus an- und ausschalten. Schalten wir den mal an. Gucken mal, wie es jetzt ist. So. Kann ich mit der Puppe üben? Nein, ich möchte gleich in die nächste Runde. Hallo, Lucan. Wenn ich verliere, dann ehrlich. Steht die nächste Runde der gekreuzten Stäbe schon? Aber natürlich. Das wird ein äußerst spannendes Duell. Und? Nächste Runde? Ja. Ich bin bereit. Los geht's. Großartig. Trittst du mit deinem Partner an? Natti! Ja, Natti. Dann kann's ja losgehen. Bereit für dein Ende? Ganz höflich sogar. Verzeihung im Voraus. Und gegen drei? Durchbrich violette Schilder mit Kraftzauber mit dem Aufrufezauber Accio. Accio ist ein Kraftzauber, okay. Ja, um deine Ziele wäre es ein Wertziel, uns zu wechseln. Ja. Warum hast du jetzt Lumos gewirkt? Manchmal wirkt er nicht. Gerade eben hatte ich zum Beispiel den Verteidigungszauber, wie jetzt auch. Er wirkte aber nicht, weil ich noch auf dem Tab drauf war. Boah, ist das gemein. Schon wieder. Ich würde es euch gern zeigen. Wenn ich auf dem Tab-Zauber drauf bin, also das ist normale Draufschießen praktisch, wo man immer gut, tappen muss. Auf dich gesetzt habe. Auf R2. Dann hat er Problem von dem Tab auf den Dreieck-Knopf umzuwechseln. Also ich kann Dreieck spammen, solange ich will. Sobald er noch in dem Tab-Zauber drin ist, kriege ich den Dreieck-Zauber nicht mehr. Also sobald der Zauber noch fliegt, kann ich mich nicht verteidigen, praktisch. Ich probiere es nochmal. Mensch, habe ich das Gefühl. Wenn ihr auf der PlayStation 5 spielt, schreibt mir mal, ob das bei euch auch so ist. Oh. Yay, gerade noch getappt. Gerade noch aufgehört zu tappen.
dafür jetzt gerade nicht. Alter, bist du gemein? Ich kann doch nicht, wenn ich tappe, nicht mehr verteidigen. Ah, schon wieder falsch gedrückt. Kann ich heilen? Darf ich nicht mehr rechtzeitig scheiße? Willst du noch eine Runde? Ich probier's nochmal. Freut mich zu hören. Jetzt hat mich so gefreut, dass es einmal geklappt hat, mit dem nicht rechtzeitig, also das Tappen rechtzeitig aufzuhören. Aber brauchen wir echt alle im Blick, ne? Nein! Dann drücke ich zweimal Dreieck und nehme mir natürlich den Ding weg, den Zauber. Nur nicht zurückschrecken. Protego. Akio. Das war's mit meiner Wette. Levioso. Levioso. Protego. Levioso. Lumos. Haben wir noch einen? Ne, wir haben gar keinen mehr. Warum kann ich jetzt hier nicht zu mir holen? Uff. Der Sieg war aber schon heftig. Bravo! Ich habe alles gegeben. Das hast du wirklich. Du warst in einem dritten Mal zwar schon aufgefallen. Aber nach der letzten Runde haben sie es jetzt wirklich auf dich abgesehen. Du solltest lieber üben, wenn du die nächste Runde gewinnen oder wenigstens überleben willst. Da hast du recht. Ich sag Bescheid, wenn wir bereit sind. Wir sehen uns. In der nächsten Runde geht's um alle Koboldsteine. Um alle Koboldsteine? Dann heißt es, muss ich die gar nicht suchen, kriege ich die bei dir? Was hast du? Ich bin ausgeschieden. Vielen Dank auch. Ja, ich habe dreimal verloren. Was willst du eigentlich? Schloss auf Stufe 1. Der Controller vibriert. Warum? Ist im Raum? Eine Runde Training in Zauberkombination mit Lucian Battlebee ist unser nächstes. Auch bei dir? Okay. Das machen wir aber das nächste Mal, weil ihr hattet dieses Mal genug zu lachen. Schau halt die ganze Zeit weg. So. Ich hoffe, es war nicht zu katastrophal für euch. Aber manchmal ist es schon kompliziert, die Zauber zu wechseln. Also wirklich, glaubt's mir. Wenn man auf einem Zauber gerade drauf ist und dann Protego machen will, wird der nicht angenommen. Deswegen... Ja, ist eigentlich auch logisch. Man kann keine zwei Zauber auf einmal wirken. Macht's aber dann schwierig, drei Gegner auf einmal zu besiegen. Egal. Ihr hattet was zu lachen. Ich kann mich wieder aufregen. Wir sehen uns beim nächsten Mal zu der nächsten Aufgabe. Bis dann, habt einen schönen Tag. Bye.